Ja, warum bist du eigentlich noch Single? Genau darum drehe ich dieses Video, damit du verstehst, warum es bisher in der Liebe noch nicht geklappt hat, warum es bei anderen anscheinend so leicht ist und funktioniert, warum es bei dir nicht funktioniert und was du tun kannst, damit du nicht immer wieder an den Punkt gerätst, immer nur kurze Beziehungen zu haben, oder vielleicht auch immer nur falsche Männer anzuziehen, die nur Spaß möchten, die nur Freundschaft plus möchten, oder was ich auch ganz häufig von Frauen immer wieder höre, ist, ja, jetzt habe ich mich mal wieder fallen lassen und verliebt und der ist vergeben, jetzt reicht es wieder nur für eine Affäre, der trennt sich nicht, etc. pp. Es gibt ja zig Fälle, die in der Liebe so passieren und ich möchte aber, dass du hier lernst, wie du es schaffen kannst, den Partner auf Augenhöhe kennenzulernen, einen Mann, der wirklich ja, sich binden kann, der Verantwortung übernehmen kann und dass es wirklich dauerhaft dann bei dir klappt, damit du nicht den Rest deines Lebens alleine verbringen musst oder immer wieder an die falschen Männer gerätst. Deswegen richtet sich das Video hier natürlich vor allen Dingen an Single-Frauen. Natürlich können sich das Männer auch anschauen, aber ich spreche halt dann von der Frau. Oder spricht die Frau hier an, dann müssen sich die Männer das einmal umdenken. Und vor allen Dingen aber auch für Frauen, die jetzt auf die 30 zugehen oder über 30 sind, wo es wirklich, ich sage jetzt mal, langsam enger wird, ne, wenn es auch Richtung Familiengründung gehen soll. Also, ich werde hier auch ein bisschen was auf dem iPad zeichnen, damit du halt nachvollziehen kannst, was ich dir hier erzähle, damit du das auch ein bisschen visuell dir vorstellen kannst. Also, die Frage ist, ne, warum bist du noch Single? Warum klappt es bisher nicht? Der erste wichtige Punkt, warum es bisher bei dir eventuell noch nicht geklappt hat, sind einfach deine unglaublich schlechten Vorstellungen. Also sprich, du hast einfach unglaublich falsche Vorstellungen von der Liebe oder wie Liebe sein sollte. Du hast es nie beigebracht bekommen, was Liebe ist, wie eine Beziehung aussehen sollte. Vielleicht bist du auch in einer Beziehung groß geworden, also haben deine Eltern dich aufgezogen, haben keine harmonische Beziehung vorgelebt. Vielleicht bist du auch ein Scheidungskind. Ich weiß nicht, was dir passiert ist, aber ganz viele Frauen haben einfach 0,0 Plan, wie eine gesunde Beziehung ablaufen sollte und was in einer Beziehung normal ist und was in einer Beziehung nicht normal ist. Die Vorstellungen sind dementsprechend so falsch, wie Liebe sein kann oder Liebe sein sollte. Also entweder kann es passieren, dass du dadurch immer wieder Männern eine zweite, dritte, vierte, fünfte Chance gibst, die sich eigentlich gar nicht verdient haben, weil deine Eltern dir vorgelebt haben, ne, dass dein Vater zum Beispiel auch die x-te Chance bekommen hat. Oder dein Vater hat deine Mutter betrogen oder deine Mutter deinen Vater und dementsprechend gehst du halt davon aus, ja, Betrügen ist halt irgendwie normal, ne? Also sprich, du hast super falsche Vorstellungen von der Liebe und weißt gar nicht, was ist überhaupt realistisch in der Liebe, was kann ich erwarten, was kann ich nicht erwarten. Und dann treffen sich also ganz viele Frauen oder merken ganz viele Frauen, dass sie in toxischen Beziehungen landen, ne? Wenn sie zum Beispiel ganz falsche Vorstellungen in der Liebe haben, ne? Wo sie dann zum Beispiel denken, ich muss ja nur mir noch mehr Mühe geben oder noch mehr kämpfen, damit es in der Liebe klappt. Ja, und dann landest du halt in einer toxischen Beziehung, denn da kannst du den ganzen Tag kämpfen und hoffen, wird aber leider nichts passieren. Zumal kann es auch sein, dass du deine ganzen Vorstellungen, was die Liebe angeht, aus super fiktiven Geschichten ziehst. Also sprich, vielleicht warst du schon als Kind ein super großer Fan von irgendwelchen, oder als Jugendliche ja eher, von irgendwelchen romantischen Filmen oder romantischen Komödien, hast Bücher gelesen zum Thema Liebe, also Romane natürlich, und hast dann einfach so eine Vorstellung von Liebe entwickelt, die eigentlich fiktiv ist. Also sprich, du denkst, oh, die romantische Liebe, die muss es ja da draußen geben und auf den ersten Blick werde ich mich verlieben in den Partner. Und ja, der wird dann um mich kämpfen und der wird sich Mühe geben und ich mache mich rar und der wird sich dann noch mehr Mühe geben und dann kriege ich einen riesen Blumenstrauß zugeschickt. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und so wird es dann ablaufen. Na, oder vielleicht auch, es gibt diesen einen richtigen Mann für mich da draußen. Diesen einen richtigen Mann. Das sind super schlechte Vorstellungen von der Liebe. Das muss ich dir einfach so knallhart sagen. Denn mal ganz ehrlich, wenn es nur einen einzigen richtigen Mann da draußen für dich gäbe, ja, dann ist der wahrscheinlich schon weg, weil letztendlich, guck mal, wie viele Menschen da draußen eine falsche Beziehung eingehen und 10, 20 Jahre in dieser Beziehung hängen, sich nicht lösen können. Ja, dann geht die Gleichung nicht auf, ne? Denn wenn es immer nur für jemanden einen richtigen Partner gäbe und einer dann dieser Partner quasi sich die falsche Partnerin pickt, dann ist ja schon, ja, dann kannst du ja nur alleine bleiben. Also sprich, du hast unglaublich schlechte Vorstellungen, ein unglaublich schlechtes Mindset, also was man auch als Denkweise jetzt hier schreiben könnte.
in der Liebe. Also du musst erstmal lernen, was ist Liebe, wie sollte Liebe aussehen, was kann ich in einer Beziehung erwarten, was kann ich von Männern erwarten, sind meine Erwartungen überhaupt gerechtfertigt, wie kann Liebe sein, wie kann Liebe eben nicht sein, was sind vielleicht nur romantische Vorstellungen, was sind aber auch wirklich reale Vorstellungen. Das ist ein wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall sich anschauen sollte. Kommen wir jetzt aber zum zweiten, viel wichtigeren Punkt sogar noch, als diesen Punkt, ne? Weil wie gesagt, das Mindset hier, da kann man unendlich natürlich jetzt drüber reden, aber Fokus heute geht vor allen Dingen auf das zweite Thema, beziehungsweise den zweiten Punkt, warum du immer noch Single bist. Und der zweite Punkt ist vor allen Dingen deine immense Angst, / der fehlende Mut in der Liebe. Also, ganz viele Frauen haben einfach Angst und genau aus dieser Angst heraus kann keine Liebe entstehen. Wir alle kommen auf die Welt hier mit einem offenen Herzen. Guck die Kinder an, ne? Kinder umarmen, Kinder sind freudig, Kinder glauben an die Liebe und lieben auch bedingungslos, also das ist gar kein Thema, ne? Aber dann mit der Zeit beginnt es, dass die Kinder, also dass du vielleicht auch in deinem Leben Schmerz erfahren hast. Also sprich, dass deine Eltern dich beispielsweise enttäuscht haben. Du hast dich alleine gefühlt. Was kann noch passieren? Du wurdest verletzt. Und so weiter. Es geht jetzt unendlich weiter. So, es gibt so viele Situationen, die man da jetzt nennen kann. Also sprich, beispielsweise mit dem alleine gelassen. Deine Mutter oder dein Vater hatten keine Zeit für dich, musstest dich viel selbst beschäftigen, ne? Musstest früh selbstständig werden und hast dich einfach einsam und allein gefühlt, ne? Weil du vielleicht auch vergessen worden bist. Ich kenne das auch von Frauen im Coaching, die mir dann auch sowas erzählen und sagen so, ja, ich wurde häufig allein gelassen. Ich hatte ein Kindermädchen. Meine Eltern hatten keine Zeit für mich. Ich wurde im Kindergarten vergessen. Und. Das sind reale Geschichten. Und was macht es? Ja, natürlich baut es hier eine Schicht auf. Ne, die Schicht, dass du den Schmerz des Alleinseins gefühlt hast. Du wurdest vielleicht verletzt. Vielleicht haben deine Eltern sich scheiden lassen. Du hast das mitbekommen. Die haben sich gestritten. Und du wurdest dementsprechend dadurch dann auch verletzt und hast gemerkt, so, ja, toll. Ne? Ich bin nicht gut genug oder so. Deswegen trennen sie sich jetzt. Manche Kinder laden ja auch die Schuld auf sich dann in dem Moment. Ne? Also die Tiefe, da kann man jetzt hier super lange reingehen, denn es gibt natürlich x Sachen, die passiert sein können in deiner Kindheit. Aber Fakt ist, all diese Dinge, die dir passiert sind, spielen eine entscheidende Rolle. Denn das sind immer schmerzhafte Dinge, die passieren. Und die quasi so eine Mauer um dich herum bauen. Ne, wie so Zwiebelschichten, die du jetzt um dein Herz herum gebaut hast. Dieser Schmerz wird dann von der Angst überlagert. Denn die Angst schafft es, dass du wie so eine Schutzmauer um dich herum gebaut hast. Also die Angst ist gleich dein Schutzmantel davor, dass du nicht mehr an den Schmerz rankommen musst. Also du musst dir das so vorstellen, du wurdest allein gelassen, du wurdest verletzt. Das muss jetzt nicht nur in der Kindheit eine Rolle spielen, auch in den vorherigen Beziehungen. Vielleicht wurdest du betrogen, du wurdest belogen. Und umso mehr negative Ereignisse dir passiert sind, umso mehr schmerzhafte Ereignisse dir passiert sind, umso dicker wird die Wand des Schmerzes, aber umso dicker wird auch deine Angstwand. Ne, so kannst du es dir vorstellen, weil umso mehr negative Erfahrungen du gemacht hast, umso mehr Angst hast du ja, dass es dir wieder passiert. Und die Angst ist jetzt ein super Schutzmechanismus, Schutzmantel, der dich daran hindert, dass dir das jemals wieder passiert. Also sprich, wenn jetzt ein Mann in dein Leben tritt und er möchte dich kennenlernen, lernt dich aber mit all dem hier kennen, mit all deinem alten Schmerz, der noch in dir sitzt, mit all deiner Angst, dann kann es passieren, dass er gar nicht zu dir durchdringt, dass du merkst, dass der Mann gar keinen Zugang zu dir findet. Manche Männer sagen dann sogar sowas wie, du bist unnahbar.
Du merkst vielleicht selber, dass du nicht mehr authentisch sein kannst, dass du dich verstellst. Dass du merkst, dass du einfach aus Angst beispielsweise unzuverlässig wirst. Oder auch klammerst. Es sind unglaublich viele verschiedene Dinge, die dann passieren können, wenn ein Mann in dein Leben tritt und mit dir in eine Beziehung eingehen möchte oder dich tiefer kennenlernen will. Er lernt dich kennen, merk es dir, mit all deinem alten Schmerz und mit deiner Angst bzw. mit deiner Schutzmauer. Und unnahbar werden, sich verstellen, unzuverlässig sein oder klammern sind Zeichen dafür, dass du einfach Angst hast. Ne? Beim Klammern hast du einfach Angst, diesen Mann zu verlieren oder wieder mal jemanden zu verlieren in deinem Leben. Hast du vielleicht gekannt aufgrund, es gibt jetzt hier auch wieder x Situationen, die passiert sein können, wenn wir in die Kindheit gehen. Vielleicht hast du deinen Vater verloren oder durch die Scheidung etc. wurdest viel alleine gelassen. Ne? Hast halt einfach Angst, wieder jemanden zu verlieren in deinem Leben. Und deswegen fängst du an zu klammern und schreibst deinem Date wirklich ununterbrochen, willst mehrfach Kontakt am Tag, dem Mann wird es zu viel, du kannst keine Minute warten, ne? So nach dem Motto, und willst unbedingt diesen Mann schnell treffen, Sack zumachen. Das spürt der Mann, ne? Dieses Klammern, er spürt quasi diesen Angstmechanismus und wird sich zurückziehen. Genauso wird er sich aber auch zurückziehen, wenn du unzuverlässig bist. Was ganz häufig, also das Klammern ist übrigens ganz häufig auch ne, so in der Verlustangst zu sehen. Die Unzuverlässigkeit ganz häufig in der Bindungsangst. Ne, so sprich, du hast Angst vor einer Beziehung. Ne? Also du hast eigentlich nicht Angst vor der Beziehung an sich natürlich, sondern Angst vor dem Verletztwerden, Angst vor der Enttäuschung, Angst, dass deine Erwartungen nicht erfüllt werden in der Beziehung, Angst davor, betrogen zu werden etc. pp. Und dadurch, oder Angst auch deine Freiheit zu verlieren, nur mal so einmal reinwerfen, weil das halt auch manche Frauen haben, Angst ihre Freiheiten zu verlieren und keine Kontrolle mehr zu haben. Genau, und durch diese Bindungsangst wirst du unzuverlässig. Der Mann fragt dich, na, hast du Zeit? Und du kommst damit gar nicht klar. Oh, nee, schnell zurückrudern. Nee, die ganze Woche ist voll. Oder der Mann signalisiert dir ganz klar, dass er Interesse hat, ne, und macht viel für dich. Lädt dich auf ein Date ein. Du merkst, ihr seid euch sympathisch. Und umso mehr du merkst, dass ihr euch nah seid, umso mehr verschreckt es dich und du hast Angst und du gehst in den Rückzug und du wirst unzuverlässiger und unzuverlässiger. Sagst Treffen ab, meldest dich später, gehst komplett ins Ghosting über teilweise. Ne? Also das ist auch so ein Zeichen für Bindungsangst. Du verstellst dich, weil du möchtest einfach gefallen. Du hast hier Angst, abgelehnt zu werden und denkst, ja, wenn ich mich jetzt hier verstelle und komplett, komplett zu der Frau werde, die der Mann sich wahrscheinlich wünscht und vorstellt, ne? Dann fängst du halt an, unauthentisch zu werden, setzt eine Maske auf beim Date, bist die Schauspielerin oder irgendeine Rolle, die dir vielleicht bisher in deinem Leben geholfen hat. Und wie es dann zu dieser Rolle, vielleicht auch zur Komikerin etc., bringt dir aber nichts, weil du dich komplett verstellst, der Mann dich nicht richtig kennenlernt und das wird den auch wieder irgendwie verschrecken, weil er denkt so, irgendwie stimmt da was nicht mit der. Also irgendwie ist mir das einfach alles immer zu sehr in der lustigen Schiene oder vielleicht ist sie mir zu sehr belehrend etc. Keine Ahnung, es gibt sehr, sehr viele Rollen. Und es kann natürlich auch sein, dass du unnahbar bist, ne, dass der Mann einfach keinen Zugang zu dir findet, weil du dich nicht öffnen kannst, weil du hier diese ganzen Zwiebelschichten um dich herum gebaut hast aufgrund deines Schmerzes der Vergangenheit, der einfach schon x Jahre vielleicht her ist. Trotzdem ist er noch da. Du hast diese riesen Mauern, diese riesen Zwiebelschichten um dich gebaut. Du bist unnahbar. Der Mann weiß gar nicht, wie du dich fühlst. Der kommt da gar nicht durch. Der weiß es nicht. Der hat keine Ahnung. Hast du Interesse? Hast du kein Interesse? Was fühlst du gerade? Fühlst du dich wohl bei ihm? Fühlst du dich nicht wohl bei ihm? Und ein Mann, der dich nicht fühlen kann, der nicht spüren kann, wo du kein offenes Herz hast und dich nicht zeigen kannst, der ist schneller weg, als du gucken kannst. Weil der wird sich keine Mühe geben, weil er dann denkt, ja toll, ist ja aussichtslos, der hat ja kein Interesse, weg mit mir. Und das sind jetzt nur einige wenige Punkte. Es gibt natürlich noch wesentlich mehr Verhaltensweisen, die aus der Angst heraus entstehen können. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Frage also nicht eher, also eher sein sollte, nicht warum bin ich noch Single, sondern warum habe ich eigentlich Angst vor einer Beziehung? Warum habe ich eigentlich Angst vor Nähe? Warum habe ich eigentlich Angst, einen Mann in mein Leben zu lassen? Das ist eigentlich die Frage. Und die Antwort darauf wirst du auch herausfinden, indem du einmal natürlich hier schaust, was ist mir eigentlich alles passiert? Was habe ich für Schutzmechanismen?
Und wenn du das nicht weißt, manche können da auch nicht reinfühlen oder haben auch, wissen das einfach nicht, wissen auch nicht, was in der Kindheit genau passiert ist. Die haben da einfach ja vielleicht auch aufgrund traumatischer Erlebnisse einfach auch wenig Erinnerung an die Kindheit. Dann kannst du aber auch schauen, wen ziehe ich eigentlich in mein Leben? Denn die Männer, die du in dein Leben ziehst, die spiegeln dir genau das. Denn die triggern genau die wunden Punkte in dir. Wenn ein Mann beispielsweise sich nicht mit dir binden kann oder dich nicht als potenzielle Partnerin sieht, dann triggert er halt einiges in dir. Vielleicht deine Verlustangst, vielleicht aber auch hast du selber hier einige Partner noch nicht losgelassen in deinem Leben und müsstest selber mal da hinschauen und vielleicht gucken, ja, vielleicht muss ich auch noch mal meinen Ex-Freund vergessen, ne? Weil der spiegelt mir hier, der kann seine Ex-Freundin anscheinend noch nicht loslassen, vielleicht habe ich meine auch noch nicht losgelassen. Oder eben, der triggert diese Angst vorm Alleinsein und triggert meine Verlustangst. Das, was dein Gegenüber dir spiegelt, solltest du dir angucken und auflösen. Denn es ist kein Zufall, wen du in dein Leben ziehst. Auf gar keinen Fall. Du ziehst dich zu den Menschen hingezogen, die dir etwas beibringen können, wo du gewisse Punkte auflösen kannst in dir. Also eigentlich ist jede Beziehung eine Chance, sich besser kennenzulernen und in sich hineinzublicken und aufzuräumen. Aber das ist mit sehr viel Schmerz für viele Frauen verbunden, weil sie gar nicht genau wissen, ja, okay, wie mache ich das denn jetzt? Oder was kann ich jetzt genau tun? Oder ja, ich habe es ja irgendwie verstanden, aber trotzdem komme ich nicht weiter. Also irgendwie geht es bei mir nicht. Und da fängt es halt an, dass du an dir arbeiten musst und ja wirklich da gucken musst, dass du den Mut entwickelst, mal auf deine wunden Punkte zu schauen und diese aufzuräumen. Also den Mut können leider die wenigsten aufbringen in einer Beziehung oder wenn sie jemanden daten, weil die Angst bei manchen Frauen so immens groß ist, vor allen Dingen Frauen über 30, ne? Da ist die Angst immens, weil du natürlich schon viele negative Erfahrungen gesammelt hast, einmal aus der Kindheit, aus Beziehungen und so weiter. Und umso mehr du natürlich sammelst, umso dicker wird die Schale und umso schwieriger wird es, ja, den Mut natürlich aufzubringen, zu sagen, ja, ich lerne jetzt trotzdem mal jemanden kennen. Ich habe eigentlich total Angst davor, mich zu öffnen. Oder ich bin so schüchtern, dass ich eigentlich gar keinen Mann auf der Straße angucken kann. Aber egal, ich mache es jetzt trotzdem. Ich bin mutig. Machen die wenigsten tatsächlich, ne? Die meisten sind halt leider so in ihrem Muster gefangen, in ihrer Angst gefangen und kommen da gar nicht hin. Und da ist es halt viel sinnvoller zu sagen, bevor du jetzt die siebte schlechte Beziehung eingehst und immer wieder auf die Schnauze fällst und immer noch nicht weißt, wie du da rauskommst, ist es eigentlich eher sinnvoll zu sagen, okay, ich klammer jetzt erstmal, ne, diesen Mann hier aus und guck erstmal, wie kann ich mir selber helfen? Was kann ich jetzt für mich selber tun? Was ist in mir noch nicht geheilt? Um dann erst in die nächsten Schritte wieder zu gehen. Das ist viel sinnvoller, denn wenn du in dir aufräumst, wirst du auch wieder andere Männer in dein Leben ziehen. Und ich erlebe es immer wieder in meinen Coachings, dass es funktioniert. Dass wenn du erstmal dich mit dir beschäftigst, mit deinen wunden Punkten, dass du dann anfängst, andere Männer attraktiv zu finden, andere Männer in dein Leben zu lassen. Denn Liebe ist nun mal kein Zufall. Es ist kein Zufall, sondern es ist einfach Fakt, dass man sich mit sich auseinandersetzen muss. Und dann sagst du vielleicht, ja, aber es gibt ja Frauen, das höre ich auch immer wieder, ja, aber es gibt ja Frauen, die sind gefühlt mit 16 schon mit dem richtigen Partner zusammen. Jeder geht seinen eigenen Weg. Ich habe das schon so oft von Frauen gehört und dann haben mir manchmal Frauen auch nach 2 Jahren geschrieben, sie sind übrigens jetzt geschieden, das ging gar nicht gut. Du weißt nicht, wie der Weg für eine Frau aussieht, also für eine andere Frau aussieht. Vergleich dich niemals mit anderen Frauen, sondern bleibe straight bei dir und bei deinem und auf deinem Weg. Denn letztendlich geht es nicht um andere Menschen, warum es bei der klappt oder warum es jetzt mit der klappt oder warum dein Ex-Partner jetzt auf einmal die Traumbeziehung mit der anderen Frau führen konnte, sondern hier geht es um dein Leben. Fokussiere dich endlich auf deinen Weg und guck nicht links und rechts, was macht der, was macht die. Es geht hier wirklich um dich und es ist Zeit, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen und mal aktiv die Ärmel hochzukrempeln und zu sagen, ich stelle mich jetzt einfach mal meinen inneren Ängsten. Ich stelle mich jetzt einfach mal diesen Schmerz, den ich mal hatte. Ich stelle mich mal all dem, was mich aktuell daran hindert, eine Beziehung einzugehen. Ob es die Angst ist, verlassen zu werden, ob es die Angst ist, meine Freiheit zu verlieren, ob es die Angst ist, nicht gut genug zu sein, ob es die Angst ist, ersetzt zu werden. Ich weiß es nicht, was dir passiert ist. Aber Fakt ist, man kann alles aufräumen.
und du hast es in der Hand. Du allein hast es in der Hand. Und natürlich kannst du jetzt noch x Beziehungen eingehen und immer wieder versuchen, zu schauen, wen ziehe ich denn jetzt wieder an und wen ziehe ich denn jetzt wieder an. Du kannst aber auch den Weg einfach leichter gehen. Und hier kannst du beispielsweise auch sehr gerne einfach auf mich zukommen, einfach dich für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen und ich schaue, ob und wie ich dir helfen kann, dass du nicht x Jahre brauchst oder noch x Partnerschaften brauchst, bis du an dein Ziel kommst, sondern das Ganze in einer wesentlich kürzeren Zeit schaffst, weil wir genau hier ansetzen werden. Genau hier die ganzen Schalen einfach entfernen, damit du endlich wieder offen und bereit bist für die Liebe. Und auch endlich mal einen Mann anziehst, der es ernst meint, der es gut mit dir meint. Und das Einzige, was du dafür tun musst, ist einfach auf meine Website gehen, www.simone-janiga.com, und dann kannst du dich, da sind sehr viele Buttons, kannst du dich einfach fürs kostenlose Beratungsgespräch eintragen und dann schauen wir beide gemeinsam, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest, welche Schalen dich jetzt aktuell noch daran hindern und wie wir daran arbeiten können, dass du da rauskommst. Und wenn du jetzt noch mehr über meine Arbeit erfahren möchtest, dann kannst du natürlich sehr, sehr gerne hier weiter auf diesem YouTube-Kanal schauen, kannst aber auch sehr gerne auf meinem Podcast mal gehen und mal gucken, was da so für interessante Podcast-Interviews sind. Denn ich führe immer wieder Interviews mit meinen Frauen, die bei mir im Coaching waren. Die erzählen, wie sie ihre Schalen durchbrochen haben, was sie im Coaching gelernt haben. Die Frauen geben dir auch nochmal Tipps mit von dem, was sie jetzt in den letzten Monaten für sich gelernt haben. Also super wertvolle Interviews. Also hör da unbedingt rein, wenn du noch mehr erfahren möchtest. Und natürlich kannst du auch jederzeit sehr gerne einfach auf Instagram eine private Nachricht an mich schicken, wenn du jetzt noch Fragen zu diesem Video hast oder nicht ganz genau weißt, ob eine Beratung für dich das Richtige ist oder wie eine Beratung abläuft bei mir, oder wenn du halt einfach noch eine Frage grundsätzlich hast oder einen Tipp brauchst, dann schreib mir einfach auf Instagram und wir gucken gemeinsam, wie ich dir helfen kann. Wenn du jetzt noch weitere Videos von mir anschauen willst, dann gebe ich dir jetzt hier ein paar Vorschläge. Einmal zum Beispiel das Video, warum Dauersingles es besonders schwer haben in der Liebe, und einmal auch, wie du vom Single zur Beziehung hinkommst. Danke, dass du heute dabei warst und dass du zugehört hast. Bis dahin, deine Simone.